Okay, vielen, vielen herzlichen Dank. Hallo, das Danke ist zunächst mal an alle, die jetzt hier sind, sowohl hier im Hörsaal als auch zu Hause vor den heimischen Rechnern, dass ihr gekommen seid zu unserem oder meinem, ich bin heute alleine hier, zu unserem Kurzvortrag Innoviere dich selbst, wenn dir unternehmerische Nachhaltigkeit wichtig ist. Wir, das wäre neben mir, ich bin Yvonne Zwick, Vorsitzende von Baum e.V., einem Unternehmensverband, der 1984 gegründet worden ist und den ich Anfang letzten Jahres übernommen habe, wenn man das mal so nennen darf, also die Vorstandschaft übernommen habe. Und Payam Hassan, der leider aus gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben muss. Wir merken es, die Welle rollt und ich finde es wirklich ganz toll. Von daher auch ein Gruß an die Organisatoren der Bits und Bäume Konferenz, dass wir hier solidarisch und risikoempfindlich auch mit Maske in den Räumen unterwegs sind, weil ich kriege schon mit bei größeren Veranstaltungen, tatsächlich stecken sich die Leute wieder an. Und schön, dass ihr da seid für die nächsten 40 Minuten und mir eure Aufmerksamkeit schenkt. Ich habe von den Vorhervortragenden schon gehört, es quietscht hier immer mal wieder so ein bisschen von den Türen. Das ist wie in einem alten Schloss und die TU Berlin ist ja auch ein altes Schloss, wenn man so will. Wer hier unterwegs ist, kann sich richtig freuen über den Universitätscharakter der TU Berlin. Und mir gefällt es sehr, hier im Mathegebäude heute zu sein und euch zu erzählen von unserer eigenen kleinen Transformationsreise, die wir mit Baum e.V. angefangen haben. Weil ihr könnt euch vorstellen, ein 37-jähriger Verband, der hat auch so ein bisschen Patina angesetzt, ne? Und so war es auch, als ich bei Baum angefangen habe. Die ganze Struktur, die ich dort vorgefunden habe in puncto Kommunikation, das ist unsere Website, mit der wir aktuell auch noch arbeiten, klassisch dreiteilig im Listenformat oder auch hier der Marktplatz für nachhaltige Geschäftspartner. Klassisches Listenformat, wenig Interaktion auch zwischen den Systemen, eine Mitgliederdatenbank, wo ich nicht die Möglichkeit habe, zum Beispiel nach Branchen zu filtern, um Branchenvertreter ganz gezielt auf ganz konkrete Angebote ansprechen zu können. Und das war in gewisser Weise auch der Tritt in den Hintern, was Neues anzufangen. Das heißt, wir hatten gute Ideen, wir hatten sehr gute oder haben sehr gute Ansätze bei Baum. Ich habe im letzten Jahr auch über die Veranstaltungen Land auf, Land ab mitbekommen, was für eine hohe Street Credibility Baum e.V. hat. Ich glaube, das spielen wir in einer Liga mit Germanwatch. Und organisieren auch sehr viel Pionierwissen, was aber einfach ein bisschen fresher daherkommen muss, damit es auch ankommt, gerade in diesen Zeiten, wo so viel los ist, in puncto ESG, Environmental, Social and Governance Aspects, in den klassischen Finanzmärkten zu integrieren beispielsweise. Unter dem Aspekt Ausweitung von Berichtspflichten, wo viele Newcomer jetzt in diese Themen kommen und wo meine Arbeitsthese ist, wir brauchen das Pionierwissen genau jetzt, um nicht bei Null anzufangen, sondern an den Überzeugungen dessen, was die Handlungsnotwendigkeiten sind. Da brauche ich hier in diesem Auditorium nichts zu erzählen über den Club of Rome und gut abgehangenes Wissen aus 5 Dekaden, die wir an diesen Themen schon arbeiten und die ganze Zeit am Überlegen sind, wie bekommen wir die planetaren Grenzen in alle Systeme integriert. Das heißt, der Ausgangspunkt war, das und das, gute Ansätze, auch mit der Idee, dass Baumitglieder profitieren sollen darüber, dass sie leichter gefunden werden können mit ihren nachhaltigen Geschäftslösungen. Unser Verband ist so strukturiert, wir haben 770 Fördermitglieder, davon sind roundabout 640, 650 aus dem unternehmerischen Kontext, sind aber auch NGOs mit dabei beispielsweise und die anderen 120 sind Einzelpersonen, die entweder auch als Fördermitglieder unsere Arbeit unterstützen oder aber die stimmberechtigten Mitglieder des e.V. sind. Und wir haben in der Fördermitgliedschaft, wo die Organisationen und Unternehmen drin sind, einen Baumkodex, der ist toll. Der liest sich, wir bringen nachhaltiges Wirtschaften voran. Wir bekennen uns zu den planetaren Belastungsgrenzen. Wir wirken darauf hin, dass die Sustainable Development Goals in globalen Lieferbeziehungen Realität werden. Wir berichten regelmäßig und dann fragte ich eben auch, ja, wie kontrollieren wir das? Antwort, nicht. Wäre zu viel Arbeit. Deswegen die Überlegung, wie kriegen wir es hin, unsere Arbeit effektiver und effizienter zu machen, auch die Querbezüge herzustellen zwischen den verschiedenen Dingen. Denn mein Traum ist in gewisser Weise auch irgendwann in die Lage zu kommen, als Baum e.V. eine Aussage dafür zu treffen, was unsere Arbeit denn bewirkt. Nicht nur einer Verbandsgeschäftsstelle, sondern eben auch der Arbeit und des Engagements unserer Mitglieder.
Ihr kennt möglicherweise vom Ehepaar Meadows, da gibt es so eine ganz tolle Loseblattsammlung, das Systems Thinking Playbook. Streckt mal die Hand aus und zeigt auf irgendjemand anderen, die Unternehmen oder die Organisationen oder du sollst als erstes nachhaltig konsumieren, bevor ich damit anfange. Ich zeige immer mit drei Fingern auf mich selbst. Und das ist so die Grundhaltung, mit der ich auch den Vorsitz bei Baum übernommen habe. Wer auf andere zeigt und zum Beispiel Transparenz verlangt und erwartet oder smarte digitale Lösungen nachhaltig aufzusetzen, sollte bei sich selbst anfangen. Deswegen, es war klar, ein Modernisierungskurs muss her. Es muss auch eine Nachhaltigkeitsstrategie im Kerngeschäft für uns selbst als NGO her. Es gibt ja jetzt auch mit dem Lobbyregister eine zentrale Registrierstelle, wo die NGOs offenlegen sollen, woher ihre Finanzmittel kommen und wie sie politisches Lobbying betreiben, auch mit welchen Inhalten. Das heißt, die NGOs rücken auch selbst quasi ins Licht der Öffentlichkeit mit ihren Geschäftsmodellen. Und aus dem Grund habe ich einerseits eine Transparenzinitiative bei Baum gestartet, indem wir auch selbst umfassender, als es das Lobbyregister erwartet, kommunizieren, wie wir Nachhaltigkeit in unserem NGO-Leben integrieren. Einfach, weil ich der Überzeugung bin, wenn ich Unternehmen sagen möchte, wenn ich großen börsennotierten Unternehmen oder auch kleinen mittelständischen Unternehmen sagen möchte, dass sie mehr tun sollen, dann sollte ich selber zeigen, dass ich das auch ernst meine in meinem eigenen Beritt. Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das war ein Juwel, was ich vorgefunden habe, ein Kooperationsprojekt von Baum, was wir mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt über 5 Jahre aufgesetzt hatten. Das war jetzt von 2018 bis 2022 ein Kooperationsprojekt, nachhaltig digital. Da haben wir auch sehr viele Einzelbeispiele für gelungene Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsstrategien, die Hand in Hand gehen in Unternehmen, in Produktions- und Planungsprozessen beispielsweise zusammengesammelt. Und es ist ein unfassbar großer Fundus von guten Beispielen, wie das gelingen kann. Und über die Vorträge, die ich auch hier hielt, über Digitalisierung und Nachhaltigkeit, habe ich irgendwann gedacht, Moment mal, wenn es digitale Zwillinge für Geschäftsmodelle gibt, für Gebäude, für alles Mögliche, dann kann ich doch auch einen digitalen Zwilling für unseren Verband bauen. Und herausgekommen ist die digitale Plattform, die App, mit der wir die nachhaltige Betriebspraxis, anders als mit diesen linearen, Landingpages organisierten Kommunikationsformen stärker miteinander verschränken können und auch leichter und effizienter nach draußen spielen können. Das heißt, die ganze Plattform ist so gebaut, dass sie quasi unsere Einzelaktivitäten als Netzwerkaktivitäten organisiert und wir die Querbeziehungen leichter herstellen können und auch noch leichter als vorher Baum als einen Leuchtturmverband an den Rändern offen als Transformationsverband positionieren können. Denn auch das ist etwas, was ich vorgefunden habe, dass unsere Veranstaltungen, die wir jetzt während Covid auch stark digitalisiert haben, wie die Unternehmenstreffs Nachhaltigkeit, die alle 2 Wochen freitags morgens stattfinden, 1,5 Stunden sehr flexibel, dass die auch offen sind für Nichtmitglieder. Und das wollte ich auch wiederum abgebildet sehen in unserer Plattform. Das bedeutet, wir haben jetzt nach 1 Jahr Entwicklungszeit einen Leuchtturm gebaut, mit dem wir unsere eigene Arbeit nach außen tragen können und mit der wir offen einladen können, alle Unternehmen, die an dem Wissen aus erster Hand profitieren möchten, weil wir sind einfach in allen Stakeholder-Dialogen der Bundesregierung beispielsweise dabei. Ich bin auch beteiligt an der Ausarbeitung der europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards, die verpflichtend werden für mittelständische Unternehmen in Europa auf EFRAG-Ebene. Und da bekommt man einfach natürlich allein dadurch, dass man das Ohr am Gleis hat, viel mit, was ich eben auch flexibel in die Mitgliedschaft, aber auch darüber hinaus streuen möchte. Bisher habe ich das sehr stark über LinkedIn und Twitter zum Beispiel gemacht. Ich möchte das aber eben eigentlich nutzen, um die Marke Baum e.V. zu stärken und nicht das Geschäftsmodell von LinkedIn. Ja, und da stehen wir jetzt. Und hier würde ich mich mal kurz einloggen in unsere Plattform. Ich zeige euch mal, was wir gebaut haben. Das ist jetzt im Prinzip die Landingpage von https
/ab.baumev.de. Das ergänzt momentan unser Webangebot www.baumev, unsere Website, wie wir sie haben. Und wir haben im Prinzip das so strukturiert, dass das peu à peu auch unsere Website ablösen kann. Das heißt, wir haben hier sehr viel weniger textlastig den Einstieg in unsere zentralen, ich sage jetzt mal, Marketingformate, Veranstaltungen. Wir haben eine digitale Akademie im Aufbau, mit der wir betriebspraktische E-Learnings unterstützen möchten, sodass die Unternehmen auch zeitunabhängig sich das betriebspraktische Wissen reinziehen können, was sie jetzt brauchen, um Biodiversitätsstrategien, Klimastrategien, ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem oder eine Nachhaltigkeitsberichterstattung beispielsweise aufzubauen oder sich mit Sustainable Finance Themen zu beschäftigen. Wir haben unsere Projekte und Initiativen, von denen wir einige haben, die eben auch hier wieder sich gezielt auch an Nichtmitglieder richten, weil wir einfach auch hier einen Strukturwandel merken. Der ist ja insgesamt im Verbandswesen beobachtbar, dass Menschen, aber auch Organisationen immer weniger dazu bereit sind, sich zeitlich unabhängig auf ewig per Mitgliedschaft an jemanden zu binden. Das heißt, wir möchten hier die Möglichkeit schaffen, dass sich jemand projektbezogen einklinken, aber auch wieder ausklinken kann. Und das machen wir in Transformationslaboren und Dialogen unter unserer Initiative Wirtschaft pro Klima beispielsweise, wo wir uns aktuell sehr stark mit dem Thema der Ernährungswende beschäftigen, da auch in Kooperation mit einem Mainstream-Branchenverband, einem Dachverband der Fachverbände, der Bundesvereinigung Ernährungsindustrie, um eben auch da die Transformation in Gang zu kriegen. Oder bezogen auf die Veranstaltungswirtschaft, wo wir auch hören, dass die Branche große Probleme hat, Fachleute zu bekommen, insbesondere bei der jüngeren Generation, weil sie sich so wenig mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Und da möchten wir uns peu à peu den verschiedenen Branchen nähern und dann eben auch solche offenen Formate machen, wo ich aber einfach kein Faible dafür habe, dass wir diese One-Shot-Dialoge haben, die dokumentieren und dann liegt es irgendwo geduldig auf einer Website rum, sondern wir wollen, dass da sich auch Dialoge und Partnerschaften ergeben beispielsweise, wo sich Akteure, die mit uns in Verbindung sind, untereinander vernetzen können. Und das passiert dann eben genau in dieser App und wie, das zeige ich euch gleich. Und Neuigkeiten und Positionen, das ist sozusagen das Lineare. Wir kommunizieren von innen nach außen über Stellungnahmen beispielsweise von uns. Aber auch hier möchte ich eben noch viel stärker das sichtbar machen, was in unserer vielfältigen Mitgliedschaft vorhanden ist. Die äußern sich ja auch, die äußern sich zu noch viel mehr Themen als wir mit einer kleinen Geschäftsstelle in Hamburg, in der 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert sind, sondern wir haben ungefähr 120 in unseren Gremien organisierte Ehrenamtliche aus Unternehmen, aus der Wissenschaft beispielsweise und dann eben unsere vielen Mitglieder, die sich möglicherweise da auch einzeln zu verschiedenen politischen Themen äußern. Insgesamt, ihr merkt es, die Seite, die Landingpage für die App ist viel leichter und luftiger als die alte. Und das ist auch eines der Ergebnisse einer Mitgliederumfrage, die wir letzten Herbst gemacht haben, dass das eben viel zu wenig emotional auch ansprechend war, was wir gemacht haben und dass das einer Renovierung bedarf. Und ich logge mich jetzt mal ein und weil ich nicht multitaskingfähig bin, werde ich jetzt einfach kurz schweigen und wer zwischendurch Fragen stellen möchte, kann gerne aufzeigen, dann können wir gerne auch eine kurze Fragerunde machen. Aber ich vertippe mich immer und deswegen müsst ihr kurz mit Stille klarkommen. Jetzt Achtung. Wetten, dass ich mich vertippe? Ja, genau. Und beim zweiten Mal klappt es, wenn es gut läuft. Gibt es Fragen? Ich mache mal ganz kurz hier, ich lasse mal kurz den Blick schweifen. Dem ist nicht so. Dann zeige ich euch mal kurz, was man hier alles so finden kann. Also wenn man sich ein Profil angelegt hat und das könnt ihr alle hier, so wie ihr hier seid, egal ob ihr Mitglied seid oder nicht, einfach per Community beitreten. Wir haben im Moment einen Freigabeprozess dahinter. Das heißt, wenn ihr nicht sofort drauf kommt, dann nur die Ruhe, binnen ein oder zwei Arbeitstagen seid ihr freigeschalten und könnt euch darin umtun. Und das, was ihr dann machen könnt, das ist zum einen euch ein Profil anlegen. Eben im Prinzip, so wie man es von LinkedIn kennt,
Foto rein, wer seid ihr, von wo kommt ihr, Kurzvorstellung und eure Interessen hinterlegen. Das hat zum Ziel, dass je größer diese Community wird, ihr dann in eurem Newsfeed auch entsprechend eurer Interessen Vorschläge bekommt für Veranstaltungen, die eben aus dem gesamten Fundus der Baumitgliedschaft kommen. Das heißt, auch wenn Unternehmen zum Beispiel, lass uns an eine Betriebsführung denken oder einen Roundtable zum Thema Nachhaltigkeit in der Mode oder selbst eine Akademie hat, mit denen sie Webinare machen, zum Beispiel für Geschäftspartner oder für Schulen. Also es gibt da so eine Vielfalt an Aktivitäten in unserem Netzwerk, die eben hier dann sichtbar werden sollen und auch gefunden werden können. Dann ist eben sinnvoll, das mit den Interessen schon zu hinterlegen, damit die KI im Hintergrund lernen kann und auch da die Verknüpfung erzeugen kann zwischen möglichen Akteuren, die dann auch in Partnerschaften eintreten können. Eine Frage gibt's. Ja, also die Anregung war, auch mit dem Ingenieurswesen zu verknüpfen, um eben hier im Prinzip auch das Wissen fließen zu lassen. Ne? Habe ich es richtig verstanden? Genau. Also sowas ist alles denkbar, weil unsere Idee hier auch ist, eine kollaborative Plattform zu schaffen, wo wir beispielsweise auch mit strategischen Partnern interagieren können. Also meine Idee jetzt sozusagen aus der Entwicklung heraus von Baum e.V. als Pionierverband war beispielsweise, mit Akteuren wie dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung zu reden, ob sie Interesse an einer Kooperation haben. Die haben schon so lange beispielsweise ein Ranking der Nachhaltigkeitsberichte, wo sie ja auch Schlüsse ziehen und wo man auch immer merkt, diese Rankings, die sind alle x Jahre. Und die Unternehmen einzeln, die daran teilnehmen, ziehen zwar Schlüsse daraus und das EEW tut auch, was es kann mit den wenigen Geldgebern, das es hat, um sozusagen auch das kontinuierliche Lernen hin zu denen, die erst noch in die Berichterstattung einsteigen müssen, zum Beispiel auf einem Ambitionslevel reinzugehen. Oder im vergangenen Jahr war ich auch im Gespräch mit einem Zentrum für Ideenmanagement, das geht schon so in die Richtung deiner Frage, wo eine ganz andere Berufsgruppe angesprochen werden könnte für Nachhaltigkeitsthemen und Innovation, wo dann auch mein Anspruch gar nicht ist, jetzt zum Beispiel die in eine Mitgliedschaft hineinzuwerben oder zu zwingen, sondern vielmehr aus einer möglicherweise projektbezogenen oder auch auf Dauer angelegten Kooperation, je nachdem wie da die Präferenz ist, so eine kontinuierliche gemeinsame Bearbeitung der Themen zu ermöglichen. Einfach, weil ich glaube, jetzt ist die Schwelle dazu, Nachhaltigkeit zu integrieren in alle Geschäftsbereiche der Unternehmen, in die Entwicklungsbereiche, in die Innovationsabteilungen. Von daher läufst du da offene Türen ein. Genau so ist es im Prinzip angedacht, weil wir ja zum Beispiel auch bei dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehen, dass die Themen viel zu stark isoliert voneinander betrachtet werden. Und das produktiv zusammenzuführen und ja, das, was wir als Anforderung teilweise formulieren können, auch aus Perspektive der Praktikerinnen und Praktiker in den Unternehmen, die ja manchmal auch an ihre Systemgrenzen kommen, weil sie kein Gehör finden im Management oder auch in der Entwicklung, in der Forschung und Entwicklung nicht ernst genommen werden und Ähnliches. Solche Geschichten hören wir ja auch immer wieder. Man hat hier dann auch die Möglichkeit, Nachrichten zu schicken. Also ich habe hier jetzt noch nicht mit so vielen interagiert, das gebe ich zu, aber der September ist ein heißer Monat und wir sind gerade vor 2 Wochen erst online gegangen. Von daher, das ist alles noch ganz frisch, quasi noch warm und dampft, so wie es aus dem Ofen kommt. Und kann hier eben zum Beispiel mit Payam, der heute nicht da ist, interagieren und ihm nochmal gute Besserung für alle, muss man in dem Fall sagen, als Nachricht schicken. Und er kann dann auch wieder mit mir interagieren etc. Und ich kann hier auch Gruppen bilden. Das heißt, wenn Sie, wenn ihr bei digitalen Veranstaltungen von uns teilnehmt, da gibt es ja auch oft, finde ich, diesen herrlichen Effekt. Ich weiß gar nicht, warum es Veranstalter gibt, die den Chat ausstellen. Auch zum Beispiel bilateral in Interaktion zu treten und dann zu sagen, hey, komm, wir verabreden uns nach heute, halten wir mal den Faden und spinnen den weiter, was wir beispielsweise kollaborativ auf die Beine stellen können.
Und das ist hier eben auch angelegt, dass ich zum Beispiel Projekte anlegen kann und dazu auch andere Akteure, Akteurinnen und Akteure einladen kann, egal ob das auf einer organisationalen Ebene ist oder nicht. Das wäre dann so, dass die hier erscheinen oder auch wenn ich Events anlege. Und das sind genau diese Features, die stehen unseren Baumitgliedern so zur Verfügung wie mir, dass ich dort auch meine Veranstaltungen und Projekte einstellen kann und dann auch sagen kann, ich habe beispielsweise einen co-kreativen Prozess, ich plane einen Tageskongress, nachhaltiges Ingenieurswesen beispielsweise am so und so vielten in Mannheim. Da würde ich gern Akteure zusammenholen, brauche noch 2 wissenschaftliche Vorträge und 3 Unternehmensbeispiele, wo es besonders gut gelingt und eins, wo es halt total hakt. Dann kann ich das da reinstellen und auch hier wieder sozusagen mir das relativ effizient zusammenholen. Denn auch da nur Erfahrungen aus der Praxis. Es gibt eben viele, die schreiben uns dann bilateral eine E-Mail. Dann kommt die bei uns an, das E-Mail-Postfach quillt über. Dann bekommen die von uns irgendwann eine Antwort. Mir fallen spontan diese 3 Akteure im Netzwerk ein. Aber ehrlich, ich habe vielleicht 150 auf der Pfanne. Aber wie viele habe ich nicht auf der Pfanne, die vielleicht kleiner sind, die weniger Kapazitäten haben, beispielsweise auf Veranstaltungen von uns in Erscheinung zu treten? Und das ist genau auch dieser Fundus, den möchten wir hier aktivieren und auch das noch viel leichter machen, dann in Interaktion zu treten. Das heißt, wenn zukünftig jemand bei mir auflaufen würde, auch mit so einer Frage in dieser Plattform, dann würde ich aus der Plattform heraus die Akteure anschreiben und anmailen. Wir werden da auch unsere Mitgliederdatenbank komplett integrieren, sodass auch wenn jemand nicht in der Plattform registriert ist aus der Mitgliedschaft, weil das vielleicht ein ganz kleines KMU ist, oder ein Ein-Personen-Unternehmen, dann kann ich denen trotzdem eine E-Mail schreiben auf dem ganz klassischen Weg, habe aber da den Überblick, wen habe ich schon versorgt, wo ist noch was offen oder kann auch mal nachfragen, sind sie jetzt schon mit wem zusammengekommen oder nicht, weil da verliere ich normalerweise dann den Faden. Was auch angelegt ist, ich habe es schon erwähnt, eine digitale Akademie, hier sind ein paar Inhalte schon drin. Auch da zur Illustration, die Idee ist, hier einen Mix zu organisieren von kostenbelegten und kostenlosen Inhalten. Und es gibt welche, das machen wir so nebenbei, wie jetzt zum Beispiel das Biodiversitätsthema, wo ich einen Experten im Team habe, der sich sehr stark damit beschäftigt, der eben auch so einen Kurs mal angelegt hat mit 3 kurzen Lerneinheiten. Ein kleiner Film ist das dann jeweils. Die Idee ist eben snackable Content zu einzelnen Fragen wie diesen hier anzulegen, hat dann am Ende des Kurses ein kurzes Quiz zur Lernerfolgsüberprüfung, wo man das direkt nochmal vertiefen kann und sich dann auch ein Zertifikat ziehen kann, falls man sowas braucht, um beispielsweise, wenn es um Sustainable Finance geht, der Geschäftsführung nachzuweisen, ich habe E-Mission als Sustainable Finance Crashkurs im Netflix-Format absolviert. Mich kannst du jetzt auf die Kundinnen und Kunden loslassen, um sie nach Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geldanlage beispielsweise befragen und auch auskunftsfähig zu sein, wenn jemand erstmal erklärt haben will, was heißt denn das eigentlich, ne? Und da, wo wir kostenbelegte Inhalte, also gerade das erwähnte Beispiel ist so eins, da liegt eine Teilnahmegebühr-Idee dahinter von unserem Mitglied E-Mission, Raul Engelke. Die haben natürlich auch ihre Entwicklungskosten und da organisieren wir sozusagen über unsere Plattform dann auch, dass A, dieses Angebot bei uns zentral gefunden werden kann, gebucht werden kann und das Geschäftsmodell, was dahinter steckt, ist, dass im langen Lauf sich beispielsweise die digitale Akademie selbst trägt. Aus einem Fair-Share-Ansatz, wo wir dann eben mit denen, die hier kostenbelegte Inhalte hinterlegen, auch schauen, zwischen 10% und 30% sozusagen, was ist der Fair-Share, der an Baum geht, für den Unterhalt der Plattform, weil ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht aus öffentlichen Fördermitteln finanziert, weil wir schnell sein wollten. Wir haben Investorinnen und Investoren gesucht, um das in der Entwicklung auch zu refinanzieren und haben aber eben jetzt so die Idee, bei allen Features, die wir zukünftig da reinbauen werden, so wie die digitale Akademie eins ist, entweder die Inhalte und die Erstellung der Inhalte über sogenannte Themenpatenschaften zu refinanzieren. Das heißt, auch damit dann anteilig einen Teil der Entwicklungskosten wieder reinzuholen und zugleich diese Partnerschaftsstruktur so aufzustellen, dass wir sagen, wir haben hier auch eine verlässliche Partnerschaft, bis jemand sagt, oh nee, jetzt werdet ihr uns zu öko oder uns ist aufgefallen, ihr seid wahnsinnig öko, jetzt steigen wir aus.
dann gibt es da eben auch Exit-Strategien für Partner, die sagen, ja, wir möchten nicht mehr. Aber bisher war es eher so, ich bin defensiv rangegangen, habe gesagt, wir schließen mal eine Partnerschaft auf ein Jahr. Und dann haben die gesagt, nee, wir wollen aber lieber auf Dauer und eher einmal im Jahr so eine Überprüfung, ob man da noch gleich schwingt und die gleiche Idee hat. Weil wir wollen hier ganz nah am Markt und an den Bedürfnissen der Unternehmen entwickeln. Und eben solche Szenarien, die wir haben, ist auch in die Richtung von Reifegradüberprüfung von Nachhaltigkeitsstrategien zu gehen. Oder auch in die Richtung einer Investmentplattform, beispielsweise für Transformationsfinanzierung. Wenn ein Unternehmen eine PV-Anlage beispielsweise sucht und Ähnliches, dann kann man das hier eben auch als ein Projekt anlegen, für das man auch zum Beispiel einen Finanzierungspartner sucht. Und das Matching, das soll auch als eines der Features im nächsten Jahr entwickelt werden, damit eben das auch KI-gestützt effizient organisiert werden kann. Ja, also so viel zur Plattform. Die Akademie, wie gesagt, ist noch im Aufbau. Ein weiteres Element, was da im nächsten Monat, jetzt im Oktober, noch reinkommt, das ist ein Schulungsmodul zum deutschen Nachhaltigkeitskodex, weil wir da ja auch erwarten, dass jetzt viele Unternehmen in die Berichterstattung kommen, die noch ganz wenig Erfahrung haben im Bereich der Berichterstattung. Und die EU-Anforderungen zu erfüllen, das wird durchaus für einige eine sehr tiefe Lernkurve auch erfordern, damit die da den Einstieg schaffen und vorwärts kommen. Projekte, hier seht ihr es auch, hier kommen dann die Schlagworte wieder zum Zug. Das bedeutet also hier, danach kann man dann auch filtern. Und hier unten sind die Veranstaltungen, die man auch über diese Plattform dann ausschließlich buchen kann. Eben diese Einträge, die sind jetzt momentan alles nur Baumveranstaltungen, aber das soll viel, viel bunter werden und dann im Prinzip auch über eine Farbkodierung bzw. Filter gefiltert werden können. Ich will jetzt nur die von Baum sehen oder nur die aus der Mitgliedschaft oder halt alles durcheinander und dann sehe ich aber trotzdem, was ist mit aktiver Beteiligung von Baum. Dann ist es eben einerseits über Logo deutlich, wer der Absender ist und damit auch verantwortlich für die Inhalte der Veranstaltung und kann es darüber auch einfach buchen. Schnell eingestellt. Also ich kann mich hier dann auch registrieren, dann läuft dahinter ein Registrierprozess bei uns ab. Dann gucken wir nochmal hier in die Runde, ob es Fragen gibt. Ja. Achtung, warte mal, es kommt ein Mikrofon für den Stream. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Das war sehr spannend. Ich finde es vor allem auch spannend, dass ihr das sehr offen macht und nicht sagt, hier ist die Mitgliederschranke. Mich interessieren zwei Dinge. Das eine ist, was sind so typische Mitglieder, sage ich mal? Also, man könnte ja denken, ihr müsstet ja geradezu überlaufen werden, alleine weil das Thema gerade so hohe Wellen schlägt und ja, also endlich muss man sagen, aber das dann ja auch dazu führt, dass sich vielleicht auch viele Unternehmen mit so einer Mitgliedschaft schmücken wollen. Also mich interessiert so ein bisschen, was ist so euer Profil oder welche Unternehmen sind da vor allem angesprochen? Und die zweite Frage ist, was sind so aus eurer Sicht die größten Herausforderungen für eine Transformation tatsächlich des Wirtschaftssystems? Das ist geil. Also, wer ist in unserer Mitgliedschaft? Es ist ein total bunter Mix. Ich habe den Eindruck, wir haben 60% kleine und mittlere Unternehmen. Gerade wenn wir jetzt auf diesen Organisations- und Unternehmensbereich schauen. Und von denen sind sehr viele aus dem Bereich Umwelttechnologie oder Ökopioniere wie Lebensbaum, Alnatura, eine Memo AG, so in dem Stil. Und wir haben auch große Unternehmen mit dabei, wobei wir da auch momentan eine recht große Dynamik sehen. Wir haben Siemens dabei, ein Porsche, ein VW absichtlich nicht, wo ich manchmal auch schon die Frage gestellt habe, warum ist Porsche okay und Volkswagen nicht, ist für mich nicht kongruent. Und daraus ging auch letztes Jahr so die Diskussion hervor, auch bei uns im Team, wie entwickeln wir jetzt Baum eigentlich, auch gerade mit diesem Risiko des Greenwashings. Und wir haben jetzt nach 1,5 Jahren der Debatte in ganz unterschiedlichen Zirkeln im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses
haben wir sozusagen das Bild geschärft, dass der Baum-Kodex für uns das Qualifizierungsmoment ist, weil erst mit der Unterzeichnung des Baum-Kodex, den ich vorhin erwähnt habe, darf man das Baum-Logo überhaupt verwenden. Weil da aber dieser Verifikationsprozess dahinter fehlt, wird regelmäßig Bericht erstattet, ist das bisher noch nicht in die Ausführung gekommen, dass zum Beispiel mal die Logonutzungsrechte entzogen wurden, sondern mit Unterzeichnung bekommen Sie das Logo und dann ad infinitum, so mein Eindruck, wird es dann verwendet, ohne jemals hinterfragt zu werden. Und das ist ein Teil, das will ich auch darüber organisieren, dass in unserer Plattform ein Nachhaltigkeitscrawler integriert wird, der alle Nachhaltigkeitsberichte, die veröffentlicht sind, das ist ein Kriterium, bei uns eingespeist werden können. Das heißt, dann kann ich an der Stelle schon mal tickboxen und wenn wir da tiefer einsteigen, auch verifizieren können, dass das, was Sie als Commitment abgegeben haben, auch wirklich liefern. Nämlich zum Beispiel in den Lieferantenbeziehungen nachhaltiges Wirtschaften voranzubringen. Und da läuft dann letzten Endes das, was jetzt mit einer Ausweitung der EU-Berichtspflicht kommt, spielt uns da auch die in die Hände. Weil gerade bei den großen Unternehmen kann ich dann natürlich auch auf einem Detaillierungsgrad die Daten auslesen und analysieren in unserer Plattform, sodass ich einerseits das kritisch hinterfragen kann als Vorsitzende und da eine Dialogebene aufmachen kann mit den Unternehmen und positiv formuliert, das ist so ein Ziel von mir, in den nächsten 2, 3, also allerspätestens 5 Jahren auch sowas wie eine Balanced Scorecard für Baum erstellen kann. Und damit kann ich dann wieder politisch arbeiten. Unsere Mitgliedschaft auf dem Qualifikationsniveau leistet diese und jene Beiträge zum Erreichen der Sustainable Development Goals beispielsweise oder zum Erreichen der Pariser Klimaziele. Balanced Scorecard ist so ein Konzept von Mitte der 80er Jahre, wo im Prinzip aus dem Umweltmanagementsystem sowas wie eine Leistungsbilanz erstellt werden kann. Das gibt es für Unternehmen. Das setzt auf ISO 14001, / dem Äquivalent für das europäische Umweltmanagementsystem. Und daraus kann man im Prinzip produktive Beiträge zum Schutz der Umwelt ableiten. Und das machen eben viele unserer Pionierunternehmen. Und ich hätte es gerne auch auf unserer Ebene auf einem gewissen Aggregationsniveau. Das heißt, also um das abzuschließen mit der Frage nach der Mitgliedschaft, also dieser Halbsatz, den ich vorhin gesagt habe, wir positionieren uns als Transformationsverband. Das ist ganz absichtlich so formuliert, dass jedes Unternehmen, das transformationsbereit oder neugierig ist, zu erfahren, wie kann ich es schaffen, uns mit einer Fördermitgliedschaft unterstützen kann. Denn da kommen wir an das nächste Thema, wie finanziert sich so ein Verband wie Baum e.V.? Und das ist auch so ein Thema, was ich im Lauf der nächsten 1,5 Jahre noch zu Ende denken will und muss. Und wo ich bisher zum Glück, muss ich sagen, während ich jetzt bei Baum den Vorsitz habe, noch nie den Fall hatte, dass jemand bei uns Fördermitglied werden wollte, den ich weggeschickt hätte. Aber ich habe natürlich in der Bestandsmitgliedschaft sowas wie diesen Fall Porsche und VW. Und das, aber da die Prozesse ordentlich aufzusetzen, dass man da dann auch sagen kann, kann man vertreten oder nicht und was muss denn so ein Unternehmen leisten, um dann eben da vernünftig auch mitspielen zu können, ohne dass es jetzt wirklich wie ein Greenwashing daherkommt, diese Prozesse aufzubauen. Das ist eben genau das, was noch vor uns liegt. Und das zweite Thema, was müsste sich ändern? Oh, sozial-ökologische Marktwirtschaft, das ist das große Ziel. Ich glaube, wir müssen ganz viel in die Mechanik des Marktes reingehen. Und da ist auch mein Eindruck, dass wir an der Schwelle dazu stehen, die Märkte für nachhaltiges Wirtschaften jetzt zu schaffen. Sprich, dass nachhaltige Produkte und Dienstleistungen stärker als solche auch wahrgenommen werden im Markt. Wir sehen es jetzt auch an Verwerfungen, aktuelle Krise. Welche Geschäftsmodelle haben in den letzten 20 Jahren zu wenig innoviert? Zum Beispiel in dezentrale erneuerbare Energieversorgung, raus aus den Fossilen. Da kann man natürlich auch schon sagen, viele, die jetzt unter Druck geraten, die sind im Prinzip wieder die, die vielleicht zu viel darüber gesprochen und zu wenig wirklich getan haben, sich da von fossilen Energieträgern beispielsweise abzukoppeln und ihr Geschäftsmodell grundständig zu innovieren. Und mein Blick geht da auch immer sehr stark in das Thema Wirkungsanalyse. Ich
bin davon überzeugt, dass wir beispielsweise auch in der Steuerpolitik dahin kommen müssen, dass die Produkte und Dienstleistungen, die weniger ökologische Schäden und mehr gesellschaftlichen Nutzen als andere erzeugen, zum Beispiel kleine und mittlere Unternehmen, die Arbeitsplätze in den Regionen schaffen, wo große nicht hinziehen würden, die immobil sind, die auch ihren Unternehmenssitz nicht künstlich irgendwohin verlagern können, wo sie dann keine Steuern bezahlen etc., dass das eben stärker auch im Gesellschaftsrecht verankert werden muss. Wer bekommt nicht nur die gesellschaftliche License to operate, sondern auch legaljuristisch oder formaljuristisch. Ich glaube, das ist die Diskussion, in die wir langsam kommen müssen. Und da empfinde ich es so, dass wir eine sehr hohe Dynamik haben, unterstützt durch das Feuerwerk an Regulierungsinitiativen von EU-Ebene. Und wo es noch wichtiger sein wird, dass Pionierverbände hier die Fahne hochhalten, aber auch das Verständnis schärfen, dass es nichts Unmenschliches ist, was hier von Unternehmen verlangt wird. Denn da merke ich, da geht es im Moment um die Wurst. Also egal, ob auf Ebene der Bundesregierung oder auf europäischer Ebene. Es wird ganz viel Verhinderungslobbyismus betrieben und das zum vermeintlichen Schutz der eigenen Mitglieder. Und da würde ich mir wünschen, dass viele der etablierten großen Verbände, die über ganz andere finanzielle Ressourcen als unser eins verfügt, dass die ihre Rolle ernst nehmen und endlich in eine konstruktive Haltung kommen, weil sonst verschärfen sich die Krisen weiter und weiter und es ist ein Kostentreiber schlechthin. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Können Sie vielleicht mal etwas dazu sagen, wie groß der Aufwand gewesen ist für die Entwicklung dieser Plattform? Wie viele Leute haben Sie gebraucht? Wie lange hat das gedauert? Die ist ja wahrscheinlich auch noch nicht fertig. Und was denken Sie, wie viel muss auf Dauer an Manpower da reingesteckt werden, um eine solche Plattform, die ja außerordentlich differenziert ist, ja, am Leben zu erhalten und auch ständig zu aktualisieren? Mhm. Ist das nicht mittlerweile fast das Hauptgeschäft eines solchen Vereins wie Baum? Ja, also in der Entwicklung, wir haben vor genau einem Jahr angefangen. Im September letzten Jahres hatten wir die ersten Arbeitsmeetings mit Intuitive AI. Und das war damals schon ein Feuerwerk an Kreativität, weil wir sozusagen als die Experten für Nachhaltigkeit mit Experten für Digitalisierung zusammengekommen sind. Und das hat sich regelrecht hochgeschaukelt. Und auf Seiten von Intuitive AI gehe ich davon aus, dass die mit 2,5 Vollzeitäquivalenten da in die Entwicklung und Programmierung gegangen sind über die Zeit. Das hat sich aufgebaut und bei uns im Team hatte ich 3 Mitarbeiterinnen, die jeweils in Teilzeit in die Entwicklung der Plattform gegangen sind, auch mit regelmäßigen Projekttreffen, die User Journeys zu beschreiben etc. und auch die Spezifikationen festzulegen mit den Auftragnehmern. Und meine Abschätzung wäre, ich bräuchte an und für sich ein Vollzeitäquivalent allein für das Community Management. Was alle anderen Prozesse angeht, bräuchte ich keine zusätzlichen Ressourcen, sondern gehe davon aus, dass das, was wir momentan zum Beispiel auch schon arbeitsteilig in der Geschäftsstelle haben, nämlich ein Veranstaltungsmanagement, wir haben eine Öffentlichkeitsarbeit, wir haben auch das Thema Akquise in einem Vollzeitäquivalent und ich gebe natürlich auch Ressourcen rein über das ganze Thema Kommunikation als Vorsitzende etc., wo auch meine Stellvertreter aktiv sind, dass wir das effizienter in unsere Arbeitsabläufe integrieren können. Das heißt, eher sogar weniger Arbeitsaufwand haben als vorher für das, was unsere tägliche Arbeit in der Verbandsorganisation ist. Sprich, also für die Weiterentwicklung der Plattform fürs nächste Jahr gehe ich von einem Volumen aus von einem Vollzeitäquivalent für die Programmierung weiterer Features, einfach um auch nicht zu schnell zu werden mit, wir haben immer neue Funktionen, weil die müssen ja auch in sich sozusagen in Aktivität versetzt werden, sprich, dass da neuer Content reinkommt, neue Inhalte bei der digitalen Akademie beispielsweise, neue Schulungsinhalte entweder von uns oder aus der Mitgliedschaft reinkommen. Und das sehe ich einfach, da braucht es auch hin und wieder Unterstützung von der IT-Agentur, von Intuitive AI, eben weil es da manchmal schon vorhandene Schulungsinhalte gibt, die noch nicht einfach hier rein gemerged werden können und rein integriert werden können. Und auf der anderen Seite wird es auch die Fälle geben, dass Leute einen totalen guten Inhalt haben,
aber nicht über die technischen Kapazitäten verfügen, das zu erzeugen. Und an diesen Stellen ist die Idee, dass wir hier sehr stark auch co-kreativ arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt eine Reihe von 4 Partnern, die in die Anschubfinanzierung mit uns gegangen sind, auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist die Landesbank Baden-Württemberg, das ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, das ist als Abbat, als ein Partner, der auch bei Nachhaltig Digital schon mit dabei war, eine kleine IT-Agentur, und SustainServe als strategische Nachhaltigkeitsberatung. Und da werden noch weitere dazukommen, die selbst auch über technische Möglichkeiten verfügen. Und indem sie uns die zum Beispiel zur Verfügung stellen, damit professionell solche E-Learnings erstellt werden können, das ist mir mindestens genauso viel wert, wie wenn jemand einen Finanzierungshappen übernimmt. Und so ist es im Prinzip angelegt, ne? Also jede Ressource, die eingebracht wird, zählt. Und die da signifikante Beiträge leisten, gehen dann auch in diesen Lenkungs- und Steuerungskreis mit rein und können da uns von daher auch strategisch unterstützen und beraten, wie schnell oder langsam wir sein sollten bei der Weiterentwicklung der Plattform. Aber meine Idee ist jetzt erstmal, Ruhe reinzubringen, Traffic draufzubringen mit den Basics, die wir haben, weil ich glaube, wir haben schon ganz viel anzubieten. Und das jetzt alles hier rein zu transferieren, das ist der Job der nächsten 3 bis 6 Monate. Mich würde bezüglich der Entwicklung interessieren, es gibt ja einige Plattformen und inwiefern wurde da kollaboriert oder kam es dann zu der Entscheidung, halt eine neue Plattform aufzusetzen? Genau, das ist einmal meine Frage. Und die zweite, auch jetzt, wo diese Plattform besteht und es ja auch andere Plattformen gibt, wo ähnliche Gruppen sind und Veranstaltungen, inwiefern werden Veranstaltungen und so auch gespeist und gekoppelt an andere Gruppen oder nicht? An welche hast du denn konkret gedacht? Zum Beispiel an WeChange, da an die Plattform. Kenne ich gar nicht. WeChange, dann Reflektor Network. Kenne ich auch nicht. Genau, also mir fallen einige ein. Das ist super. Ein. Aber dann lass uns das mal zusammenlegen, weil ich habe ganz absichtlich auch im letzten Jahr sehr offen darüber geredet, was wir vorhaben, um zu sehen, inwieweit direkte Konkurrenten, sage ich jetzt mal. Und das war in der Vergangenheit eher so die nachhaltigen Wirtschaftsinitiativen aller Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, E-Konsens, die halt ganz konkret in diesem Themenfeld sind, oder Future e.V., inwiefern die so etwas planen. Und da hat niemand gesagt, haben wir vor, kann man aber dann eher komplementär arbeiten. Und alles, was so in, ich sage jetzt mal, den weiteren Themenspektren sind, ich würde davon ausgehen, dass das Potenzial so groß ist, dass es da gar keine Konkurrenz geben kann. Und die Möglichkeit der Verknüpfung, die sehe ich unbedingt. Also immer da, wo wir ein Aktionsfeld haben, Digitalisierung und Nachhaltigkeit oder auch die Stärkung regionaler Wirtschaftssysteme beispielsweise, das sind so Kernanliegen, da gibt es eine große Offenheit zur Kooperation und keinerlei Denkverbote. Okay, das heißt, die gibt es gut. Dann würde ich vorschlagen, schließen wir, weil ich glaube, ich habe die Zeit sogar schon überschritten, oder? Um 2, 3 Minuten. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Wer möchte, herzlich gerne tretet der Community bei, https://app.baumev.de. Ihr findet mich auf Twitter mit zwick-yvonne und auf LinkedIn auch ganz leicht. Und wenn euch Ideen kommen, Gedanken und weitere Fragen, dann adressiert mich gerne. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, hören oder schreiben. Bis bald. Macht's gut.